In diesem Video geht es um das Thema Hardscape und wie du mit der richtigen Anordnung von Steinen und Wurzeln Spannung oder Harmonie in deinem Becken erzeugen kannst. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaona, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video geht es einmal darum, wie du mit der Anordnung deines Hardscapes in deinem Becken für ein Gefühl von Harmonie und Flow sorgen kannst auf der einen Seite oder aber für ein Gefühl von Spannung und Dramatik auf der anderen Seite. Denn das lässt sich eigentlich relativ leicht über das Hardscape beeinflussen. Dazu müssen wir uns vor allem den einzelnen Objekten im Hardscape widmen und diese aufeinander abstimmen. Und genau das werde ich dir jetzt einmal mit diesem Setup zeigen, mit ein paar Beispielen. Das wird wahrscheinlich ein neues Iwagumi-Setup für ein neues Becken, was ich bald bekomme. Die Auswahl der Steine ist noch nicht final, aber sie ist für die Demonstrationszwecke in diesem Video gut geeignet, um euch zu zeigen, worauf es ankommt, worauf ihr achten müsst, wenn ihr halt Spannung oder Harmonie erzeugen wollt. Also, das Setup, was ich euch hier vorbereitet habe, das zeigt im Grunde beide Spielarten relativ gut. Das ist jetzt ein sehr klassisches Iwagumi-Setup mit 7 Steinen. Zum Thema Iwagumi werde ich auch nochmal ein separates Video machen, um euch zu erklären, wie genau diese Gestaltungsform funktioniert und auf was ihr dabei achten müsst. Aber erstmal hierzu, wir haben jetzt hier auf der einen Seite ein Konglomerat aus Steinen und auf der anderen Seite ein zweites Konglomerat aus Steinen. Das ist jetzt erstmal das Grundsetup für eine gewisse Spannung im Becken, denn wir haben hier zwei Gruppen, die sich physikalisch gegenüberstehen. Und die eine Gruppe ist auch größer als die andere Gruppe und das macht es nochmal so ein bisschen spannender, weil man so eine Art Konkurrenz zwischen diesen beiden Gruppen erkennen kann. Widmen wir uns jetzt mal konkret dieser Gruppe und wir schauen jetzt mal ganz genau auf die Maserung der Steine, auf diese ganzen Rillen in den Steinen. Wo zeigen die hin? Wie verlaufen die? Und wie ist der generelle Eindruck dieser Gruppe, was die Laufrichtung dieser Linien angeht? Und wir werden dabei sehen, dass die Linien eigentlich alle einer gewissen horizontalen folgen und von links nach rechts durch das Becken zeigen. Wir haben hier horizontale Linien, wir haben hier horizontale Linien, wir haben hier horizontale Linien und wir haben auch hier auf dem Mainstone horizontale Linien. Die Position des Mainstones hier ist nicht final. Der wird eigentlich im finalen Becken stärker gekippt sein, ungefähr so. Allerdings wird er so jetzt nicht halten ohne Sand, deshalb steht er hier ein bisschen aufrechter. Aber nur, dass ihr euch bewusst macht, wohin die Reise geht. Also es soll eben darum gehen, dass die Linien der Maserung in diesem Fall alle in eine Richtung zeigen. Das erzeugt ein Gefühl von Harmonie und von Flow und von Zusammengehörigkeit. Ja, diese Gruppe funktioniert als komplette Gruppe. Sie fühlt sich zusammengehörig an, obwohl das alles unterschiedliche Steine sind. Aber indem ihr darauf achtet, wie sieht die Maserung auf den Steinen aus? Wohin zeigt die Maserung auf den Steinen? Und das entsprechend anordnen, könnt ihr dafür sorgen, dass eine gesamte Steingruppe homogen wirkt und für den Betrachter sehr angenehm, sehr harmonievoll wirkt. Jetzt gehen wir mal weiter und betrachten diese Gruppe mit dazu. Als solche ist sie ebenfalls harmonisch, denn auch hier zeigt die Maserung wieder in eine Richtung, aber, und das ist jetzt wichtig, in die entgegengesetzte Richtung im Vergleich zu dieser Gruppe. Und deshalb stehen sie sich in Konkurrenz gegenüber und deshalb entsteht hier eine Spannung. Wenn wir diese Gruppe umkehren, wenn wir die Maserung ebenfalls in diese Richtung zeigen lassen, ich mache das jetzt mal ganz spontan und schnell, ja, ungefähr so. Dann haben wir jetzt das komplette Becken sehr harmonisch, denn alles zeigt in die gleiche Richtung. Wir haben zwar zwei Gruppen, aber die konkurrieren nicht mehr miteinander, weil sie in die gleiche Richtung zeigen. Man könnte jetzt sogar so weit gehen und diese Gruppe auch noch hier direkt mit in das Layout integrieren und so die Spannung natürlich weiter rausnehmen. Und jetzt haben wir eine sehr homogene Gruppe, ein sehr klassisches Iwagumi, was keinerlei Spannung aufbaut, sondern nur harmonisch wirkt. Aber in dem Moment, wo wir das Ganze eben umkehren, wo wir halt Spannung hinzunehmen und eine entgegengesetzte Laufrichtung aufbauen, da haben wir eben die Spannung drin. Das Gleiche kann natürlich auch in nur einer Gruppe funktionieren. Es muss nicht sein, dass sich hier zwei verschiedene Gruppen setzt, sondern man könnte natürlich auch, gerade mit diesem Stein, der hier eine sehr starke Struktur hat, könnte man hergehen und den zum Beispiel hier so reinsetzen, den Stein noch hier so vor. Und dann haben wir hier einen Spannungspunkt, ja, der da eigentlich nicht rein
gehört, ja, weil alles andere ja sehr harmonisch ist. Vor allem ist dieser Spannungspunkt umso stärker, wenn wir jetzt unseren Mainstone auch noch weiter kippen würden, denn dann haben wir hier zwischen diesen beiden Steinen eine krasse Konkurrenzsituation. Und das sorgt natürlich für besondere Spannung im Bild. Ja, auf diese Art und Weise könnt ihr also nur mit dem Hardscape Spannung erzeugen und das funktioniert natürlich jetzt nicht nur mit Steinen als solche, sondern natürlich auch mit Wurzeln, denn auch die Richtung der Wurzeln, in welche Richtung zeigen die Äste, ist genau das gleiche Prinzip, ja, könnt ihr also eins zu eins übertragen, wenn ihr mit Wurzeln arbeitet, nur mit Wurzeln arbeitet oder mit Wurzeln und Steinen zusammenarbeitet. Wenn ihr Harmonie wollt, lasst alles in eine Richtung zeigen, lasst das so eine fließende Bewegung ergeben. Wenn ihr Spannung wollt, sorgt entweder dazu, dass innerhalb eures Setups bereits Spannungspunkte erzeugt werden, die eben diese Richtung aufbrechen, oder sorgt dafür, dass die Spannungspunkte außerhalb sitzen und eben dann außerhalb eine andere Bewegungsrichtung aufweisen, sodass da zusätzliche Spannung erzeugt wird. Das sind so die Grundtheorien, wenn es um Hardscape-Gestaltung geht, was Harmonie und Spannung betrifft. Beides hat seine Vor- und Nachteile, beides hat seine Berechtigung. Und im Endeffekt ist es euch überlassen, was euch besser gefällt. Wollt ihr ein sehr harmonisches Scape aufbauen oder wollt ihr eins mit mehr Spannung aufbauen? Wie gesagt, beides funktioniert, beides ist für den Betrachter ansprechend. Aber macht euch bewusst, was ihr auswählt. Denn je bewusster ihr euch das macht, umso bewusster könnt ihr die Steine setzen, umso bewusster könnt ihr die Wurzeln setzen und umso bewusster und zielgerichteter könnt ihr die Wirkung eures Beckens, die Wirkung eures Hardscapes für den Betrachter ersichtlich machen und so das Scape insgesamt interessanter gestalten. So, ich hoffe, das war ein interessantes Video für dich, mal ein bisschen was anderes, wieder mehr Theorie, mehr Gestaltungslehre, aber auch das ist natürlich im Aquascaping sehr, sehr wichtig. Ja, es kommt nicht nur darauf an, die ganze Zeit Algen zu bekämpfen, sondern euer Becken soll natürlich auch gut aussehen. Und dafür sind solche Theorien sehr, sehr wichtig und auch relativ leicht umzusetzen. Ihr müsst euch nur wirklich einmal bewusst machen, warum das so aussieht, wie es aussieht und was für eine Wirkung das erzeugt. Wenn ihr euch das einmal bewusst gemacht habt, dann fällt es euch in der Regel auch sehr viel leichter, das in der Zukunft bei neuen Setups dann zu sehen und auch sofort umzusetzen. Wie immer blende ich dir jetzt an dieser Stelle noch zwei weitere Videos ein. Schau dir die auch mal einmal an, da ist sicherlich noch was Interessantes für dich dabei. Und falls noch nicht geschehen, abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr in der Zukunft. Du wirst dann immer informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass das ein interessantes Thema für dich war und kann mir überlegen, in Zukunft mehr von diesem Thema anzubieten. Also, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.